Ach. Ah, warte mal. Jo, ja. Also, was hat ich mir das in der Memo geschrieben? Anschluss finde heraus, wie man den Motor an der Stelle. Jo, ich weiß, wie man das macht. Dafür brauche ich einfach mehr von diesen Stäben. Von diesen Dildos hier. Ja, ich darf das Wort sagen, ich war schon 18. So. Okay. Ich denke mal, ich müsste diesen Zettel nachlesen, um zu wissen, wo ich all das Zeug bekomme. Aber das kackt mich so derbe an. Aber dann lernst du richtig lesen. Hey, ja. Da hat jemand recht. Das Gute ist, die geben verdammt hell. Und ich habe keine mehr, denke ich mal. Null. Na gut. T-Tagebuch. Nein, L-Tagebuch. Was ist Tagebuch? I? J. Das wollte ich nicht lesen. Memo Maschinenausstattung bezüglich explosive Tagebücher. Ach, nee, die sind scheiße. Also, was muss ich machen? Ja. Notizen. Memo Maschine. Es sind nur noch zwei Stäbe, die auf Zugsmaschinen übrig. Entferne nur die in den anderen. Und lass die anderen in den inneren Studierzimmern. Für den Fall, dass wieder alle drei bereich. Studierzimmer. Bezüglich der Explosion. Bevor sie uns gehen, lackieren mal zu deine Pläne. Bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt, ich will das Geld selbst nicht. Jo, Studierzimmer. Studierzimmer. Ja, ganz ist oben. Oder? Ja. Professor Tyler war der zweite, ist tot, bla bla. Also soviel ich weiß, war es hier oben. Ja. Ja, lass mich raus. So. Studier, Zimmer, das musst du gewesen sein. Yeah. Oh. Ich habe noch Kekse neben mir liegen. Ich süßer Kerl. Und immer das zu trinken, das ist wichtig. Denn sonst gehe ich drauf. So. Also ja. Nicht wirklich. Dann suchen wir diese Stäbe. Stäbis. Alles geht kaputt. Bam! Ja! Voll am Randalieren. Ah, macht. Ihr verzieht euch von meiner Schatzkiste. Ah. Okay, komm. Geschehe nichts Schlimmeres. Ist das nicht das Zimmer mit diesem Kranken, der hier Hunde abgemorkst hat? Ach. Ich möchte sterben. Hm. Komme ich hier auch raus? Nee. Natürlich nicht. Eine habe ich noch. Oh, ein Kreuz. Das darf man nicht werfen. I'm not very amused. Ach ja, da bin ich aus dem Fenster gesprungen. Lies dich ja zu. Nee. Alter, dieser Raum ist so krank. Ich meine. Guck. Ah, ich. Was?
Die Wirbelsäule eines Hundes. Ja, das kann ich sehen. Ah, Greenpeace. Ach, das war hier. Also ich total erschrocken bin, dass diese... Wer hat die Türe zugemacht? Ach, das war der Stuhl. Ich hab's. Machen wir mal so, da kommt niemand rein, ne? Ach ja, Bücher sollen brennen. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ja, nicht gerade. Ziemlich spitze Angelegenheit. Ah, was für ein Flachwitz. Was ist denn da? Oh Gott, ein Apfel. Ah, warte mal, ich hab... Ich kann nicht alles durch... Ich höre ständig Stimmen. Stimmen, Stimmen, Stimmen. Und das war meine letzte Zünderbüchse, die ich wieder aus Versehen abgelassen habe. Damn. Hier steht nichts. Ich komme einfach in ein Schloss und reiße einfach mal alles ein bisschen durcheinander. Türe auf. Danke. Und ich habe fast kein Öl mehr. Da rede und rede ich von Sparsamkeit. Und mache noch weniger. Aber ich muss es haben, verdammt. Ach, ich gehe mal in das andere Zimmer. Das da. Jo. Jawohl. Jawohl. Und noch einmal. Hier. Die Aufzugsmaschine. Vielleicht finde ich hier etwas. Ach, alles unnötig, wie mir scheint. Was ist das schon? Ach. Dann bin ich an der Reihe. Habe ich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld war schon Jahrhunderte. Ich war hier, um die Menschheit mir kein Wort dazu wenden. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan. Nichts zurückgekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte in dieses Tor gehen sollen. Ich verstehe. Bahnhof. Aber warte mal. Kann ich hier was mitnehmen? Ja! Gefüllt bis an den Anschlag. Hier kann ich nichts mitnehmen. Nein, 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 nein. Motherflasche. Ein Buch. Oh. Alter! Ich finde einen Scheiß! Der da mich kackt das nicht an? Oh doch. Oh doch. Alles genau durchsuchen hier. Denn ich lasse bestimmt so richtig wichtige Dinge aus. Würde ich mir noch zutrauen. Ja. Das hilft mir nicht wirklich. Wenn Bilder an der Wand kleben. Ah. Wuhu. Na los. Ein Turm. Okay.
Ich hänge wieder. Ich habe gerade mal einen Raum aufgemacht und das war alles. Wow. Huh. Damn, ich bin fast am Runterfallen hier. Stimmt nicht. Stimmt klipp und klar nicht, was hier abgeht. Ich übersehe doch irgendwas. Irgendwas Wichtiges. Da hinten. Ah. Ne? Ne? Ach komm. Ich meine, ich kann nicht Klavier spielen. Ich kann das einfach nicht. Ja. Ich bin voll verzweifelt. Ach, Mensch. Menschenskiller. Ah. Der goldene Ritter, alles bringt nichts. Ich kann hier aufräumen, wie ich will. So. Nichts bringt's. Ich finde keinen Hebel. Ich finde gar nichts. Zeig doch mal. Aufzugmaschine. Ah, wenn der Aufzug wieder kaputt ist, Dampfmotordruck auf, bevor du ihn in die Maschine einsetzt. Stell die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollen folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktionen Turrentine Dampfanlage. Wie erfassen Sie, komplette Dampfstromkreislauf beachtet, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe angeschoben sind. Okay, das heißt schon mal ohne Stäbe kein Aufzug. Könnte ich möglicherweise das Regal schieben? Denn hier hinten hat es eine Schublade, die ich scheinbar aufmachen kann. Ja, los! Ist da was drin? Wie es aussieht, kann ich nämlich gestalten. So. Jetzt dachte ich schon, ich hätte wieder was gefunden, aber. Hm. So traurig. So traurig. Ich kann einfach nicht mehr. Ach, sag nicht, dass die Tür nach innen aufgeht. Größte Verarsche. Seitdem weiß das ich. Los, immer dieser Scheißstühle. Wer macht sowas? Nimm sich vor. Ach, komm, ey. So. Alle Stäbe. Ich bin eine halbe Stunde aufnehmen und ich bin kein Punkt weitergekommen. Das finde ich natürlich total lustig.